Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays. Willkommen zur zweiten Ausgabe Let's Play DTM Experience 2014 mit dem AMG Mercedes C-Coupé, gefahren von Daniel Junkadea bzw. eurem Swaddy. Ja, Hockenheim, Saisonauftakt. Wir haben uns die erste Pole Position geholt in unserem letzten Schuss. Ist ja diese Saison, die 2014er, so, dass es nicht mehr das Einzelzeitfahren der besten oder schnellsten vier im letzten Durchgang gibt, sondern dass man nur insgesamt drei Durchgänge hat und im letzten sich die schnellsten acht um die Pole Position balgen, klopfen, wie auch immer. Wir haben es geschafft, wirklich mit einem sehr, sehr guten zweiten Sektor uns noch die, sehr, sehr gut aus unserer Sicht und im Vergleich zur KI, uns die Pole Position zu ergattern. Im letzten Sektor verlieren wir immer ein bisschen was. Ihr seht hier noch das Ergebnis des Qualifyings. Es ist, wir starten auf Prime. Wir starten auf den harten Reifen. Das ist ja die Neuerung der 2014er DTM Experience. Wir haben zwei verschiedene Reifentypen, dürfen zwischen den beiden auswählen und können uns dann noch eine Boxenstrategie zurechtlegen. Bitstop Presets, genau. Wir gehen auf Options nach 50% der Renndistanz. Ihr seht hier dieses Pitstop-Menü, das sieht aus wie ein Race 07. Man kann sich hier über Create New ein neues Preset erstellen. Das wird dann hier drunter angezeigt und kann dann hier entsprechend einstellen, möchte man Prime oder Option Reifen. Kann sagen, ich möchte keine Reifen wechseln, sondern zum Beispiel nur die Aero. Naja, kann man also alles wunderbar einstellen, wie in Race 07 auch. Und die Einstellung, die wir jetzt haben, ist okay. Am Ende der 11. Runde gehen wir rein, holen uns dann die weichen Reifen und fahren damit das Ding zu Ende. Es gibt ein festgelegtes Boxenstoppfenster, innerhalb dessen wir in die Box kommen müssen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen es an. Von der Pole Position kann ja so viel nicht schief gehen. Neben uns steht Marco Wittmann, der Meister der 2014er DTM-Saison in der Realität. Hinter uns Bruno Spengler, Matthias Ekström. Wir machen nur einen ganz kurzen Überflug über das Fahrerfeld. Timo Glock auf der 12, Molina, unser Busenfreund, auf der 11. Nato Olivgrün, Robert Wickens hier auf der 14 geführt. Crown Plaza, wen haben wir hier? Joey Hand, aha. Mike Rockenfeller, der 2013er Champion, nur auf der 19. Paul Di Resta, der Rückkehrer aus der Formel 1, auf der 20, Gary Paffett auf der 22 und das Schlusslicht bildet Vitali Petrov, auch ein Überläufer aus der Formel 1. Los geht's! Lange Rede, kurzer Unsinn. Der Start ist gelungen. Zu weit rausgekommen. Das Niveau mit der KI ist eigentlich relativ gut. Wir sind nahezu zeitgleich unterwegs. Dementsprechend denke ich mal, dass es ein spannendes Rennen wird, besonders wenn ich mal einen Fehler mache, was ja nicht ganz so selten ist. Ich zeige euch währenddessen noch mal ganz kurz das Boxenmenü. Ich kann hier oben momentan nicht auswählen. Doch, ich kann auswählen, welches Preset ich haben will. Hab aber nur eins. Dementsprechend kann ich auch nur das eine auswählen. Wittmann, mach dich nicht so breit. Hier unten kann ich jetzt die Reifen an- und abwählen, wenn ich sagen möchte, ich möchte doch was anderes beim Boxenstopp haben. Naja, also das ist das Menü, das kennen wir im Prinzip auch aus Race 07, nur ein bisschen aufgehübscht. Sorry fürs Anlehnen da hinten. So, und jetzt müssen wir Jagd auf Marco Wittmann machen. Daniel Junkadea, dessen Steuer wir hier gerade in der Hand haben, ist ja auch Nachwuchsfahrer beim Mercedes F1 Team, deswegen Zusammenschluss mit Petronas passt hier dann auch irgendwo. Aha. Ihr seht auch links in der Anzeige die Tabelle der aktuellen Platzierungen und da hinten dran weiße oder gelbe Reifen. Gelb ist der Option.
der weichere Reifen. Wir haben die harten drauf. Marco Wittmann vor uns fährt mit der weicheren Mischung. Mal gucken, welche Taktik die bessere ist. Ein bisschen Konzentration gehört natürlich auch noch dazu. Nicht zu viel reden, sondern ein bisschen fahren zwischendurch. Ey, Kinas, ich bin doch schon so spät auf der Bremse, wie es nur geht. Und trotzdem seid ihr der Meinung, euch nochmal eben durchschieben zu wollen. Ich hatte schon im Qualifying erwähnt, die Option-Reifen, also die Weichen, darf man vorher nicht probefahren, weder im Training noch im Qualifying, sondern die kann man erst fürs Rennen auswählen und auch dort entsprechend nicht das ganze Rennen durchfahren. Maximal 50% der Renndistanz darf der weiche Reifen genutzt werden und das ist eben mal so ein bisschen Überraschung, weil man eben den Reifen vorher nicht testen durfte. Falls einer fragt, nein, Regenrennen wird es nicht geben. Wettereffekte haben wir noch nicht. Dementsprechend, die Rennen sind und bleiben trocken. Norrisring wird also auch trocken gefahren. Ja, wieder unsauber der letzte Sektor. 1,35er Zeiten hier. Zu weit rausgekommen. Ich darf jetzt nicht zu viel Zeit verlieren mit meinen harten Reifen auf die Jungs, die die weichen Reifen fahren. Also verbremst hier in Turn 2 hinein. Schlechter erster Sektor. Nur eine 21er. Neu ist, dass der Reifenverschleiß uns angezeigt wird. Ihr seht es oben rechts in diesen roten Feldern. Da steht 99% bei so ziemlich jedem Reifen. Außer hinten rechts. Ja, ich habe, nachdem das Spiel jetzt diese Möglichkeit bietet, für Strecken verlassen und abkürzen Slowdown-Penalties eingestellt, wie wir es aus den Multiplayer-Rennen kennen. Bisher war es ja so, dass man dann eine Stop-and-Go-Penalty kriegt oder erstmal eine Warning, dann eine Stop-and-Go. Und wenn man die nicht antritt, dann disqualifiziert wird, was uns in der zweiten Saison ziemlich zum Verhängnis wurde. Deswegen jetzt nur Slowdown-Penalties, damit wir nicht alles machen können, trotzdem ein bisschen bestraft werden, aber eben nicht über ja, die Disqualifikation aus dem Rennen geworfen werden. Jetzt müsste auch eigentlich schon das DRS aktiv sein. Kinas. Macht das Lachgas aus. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, ob Augusto vor uns auch mit Prime, mit Option-Reifen fährt oder Prime drauf hat. Hier nochmal zur Erklärung, warum ich so spät das DRS aufgemacht habe. Wenn man lupft, also vom Gas geht, geht das DRS automatisch wieder zu. Und dann hätte es also sein können, wenn ich jetzt aus der Kurve nicht ordentlich rauskomme, sondern mal ganz kurz korrigieren muss, dass ich eben das DRS für die gesamte Runde verliere. Deswegen mache ich es lieber ein kleines bisschen später auf, als dass ich eben den Effekt des DRS nicht nutzen kann. Rad an Rad mit Gustl. Aktuell ja auch in Race 07 in unserer WTCC-Saison unser Hauptgegner. Neben Andy Priot. Also die ersten beiden fahren auf weich. Gustl fährt genau wie wir auf hart. Gustl hat jetzt natürlich DRS
und kann es nutzen, entweder hier oder später, zum Beispiel vor der Mercedes-Arena, Mercedes-Tribüne. Ich hoffe aber, er lässt es zu. Nochmal zur Regelkunde. DRS bekommt man, wenn man innerhalb von 2 Sekunden auf den Vordermann ist, wenn man über Start und Ziel kommt, und darf das DRS dann einmal in der Runde einsetzen, egal wo. Man dürfte es jetzt hier zum Beispiel einsetzen oder vorne in der Parabolika oder auch einfach auf Start und Ziel, egal wo, solange man es für diese Runde freigeschaltet bekommen hat. Wenn man bremst oder vom Gas geht, geht es dann automatisch wieder zu, das hatte ich ja schon erwähnt. Das Boxenstoppfenster, denke ich mal, öffnet sich in 2 oder 3 Runden. Ja, ich glaube eher in 3 Runden. Wieder viel zu langsam, eine 21,4 im ersten Sektor. Auf dem Curb Gas geben ist nach wie vor keine gute Idee, egal bei welchem Auto. Okay, Boxenstoppfenster, nächste Runde auf. Viel zu weit raus. Madre. Es läuft noch nicht so richtig rund. Der Abstand nach vorne. Gut, die fahren mit Optionreifen, das muss man natürlich, oder darf man nicht vergessen. Der Abstand nach hinten ist zu gering. Fehler gerade in der ersten Kurve hätten nicht sein müssen, nicht sein dürfen. So, Pit Window is now open. Wir werden aber erst am Ende von Runde 11 die Box ansteuern. Na, nach vorne haben wir wieder ein bisschen Zeit gut gemacht. Sehr guter erster Sektor.
Nach hinten haben wir den Abstand ein bisschen vergrößert. Also die Runde gerade war schon sehr gut. Der Reifenverschleiß hält sich übrigens ziemlich in Grenzen. Klar, wir fahren nur die halbe Renndistanz, aber trotzdem viel zu weit raus. Das hat Zeit gekostet ohne Ende. Wir haben jetzt nach 7,5 Runden 3% maximaler Verschleiß vorne links. Das heißt, bis zur 11. Runde kommen wir vielleicht auf 4%. Volle Renndistanz wäre dann ungefähr Runde 21, wo wir reinkommen. Haben wir immer noch über 90% Reifen. Das ist schon bombastisch. Den letzten Sektor jetzt gerade völlig verhauen. Massig Abstand nach vorne. Extrem schlechte Runde. Auch der erste Sektor war mit einer 21,3, glaube ich, nicht sonderlich gut. Bisschen überbremst das Teil. Aber hier in der Spitzkehre gewinnen wir mal richtig Zeit beim Rausbeschleunigen. So, nächste Runde fahren wir rein. Na, schlechter erster Sektor. Abstand nach vorne relativ konstant. Wir hatten eine richtig gute Runde drin, wo wir ein bisschen aufholen konnten auf die weich bereiften Wagen vor uns. Jetzt momentan Leider keine Verbesserung mehr in Sicht. Ja, wieder ein bisschen verbremst. An der Stelle direkt mal die Bitte: Wenn ihr Interesse habt, noch eine zweite Saison mit dem 2014er, mit dem 2014er Kalender, den 2014er Boliden und Fahrern zu sehen, schreibt es in die Kommentare. Dann werden wir nach dem zweiten Hockenheim-Rennen, also nach Saisonlauf Nummer 10, in eine zweite Saison gehen, dann mit dem BMW oder Audi. Also wenn ihr Interesse habt, dann schreibt es unten rein. Könnt ihr die ganze Saison über machen und dann können wir entsprechend danach eine zweite Saison starten. So, diese Runde wollen wir rein, also fordern wir den Boxenstopp an. Einer ist schon reingefahren, wir sind schließlich momentan auf der zweiten Position.
auch nochmal der Hinweis, schaut mal im Forum vorbei für Verabredung zu R3E Multiplayer oder auch Assetto Corsa Multiplayer und hin und wieder zu News aus dem Bereich Assetto Corsa, R3E und ähnlichen Rennsimulationen. Link unten in der Videobeschreibung, meldet euch an, kostet nichts. So. Einmal confirm. Hoch, stoppen und raus. So, wir haben jetzt die weichen Pneus drauf. Und ab jetzt darf ich wieder. Gut. Sind auf der 11. Position rausgekommen. Werden ein bisschen von der KI angeschoben. Sorry, ich habe den Bremspunkt aus der Boxenausfahrt nicht geübt. Der Stopp dauert übrigens immer exakte 4 Sekunden. Nicht mal 3,7 mal 4,1, sondern exakte 4 Sekunden für alle gleich. Ich denke, das wird aber im Laufe der Zeit auch noch geändert. So, und jetzt müssen wir ein bisschen angasen. Schließlich haben wir jetzt die weichen Reifen mit mehr Grip. Und wieder einer in der Box. Mehrere sogar. Okay. Warum warst du jetzt gerade so langsam unterwegs? Jamie? Ich habe mich leider gerade auf die Fahrzeuge in der Box konzentriert und nicht darauf, dass Jamie Green vor mir plötzlich im Prinzip in die Eisen geht. Das war mehr als unerwartet. Und wieder mal den Motor gehimmelt, weil zu früh runtergeschaltet, warum auch nicht. Jo, also das war eine komische Aktion gerade. War sowas von langsam auf der Start- und Zielgeraden, bin ich aber hinten reingekachelt. Deswegen immer Augen auf die Straße, egal was ihr macht, Augen auf die Straße. Hände weg vom Handy, Hände weg von der Karte, von was weiß ich. Immer aufs Fahren konzentrieren und für alles andere hat man einen Renningenieur. Ja, hier eben nicht. Hier hat man keinen Renningenieur, mit dem man mal sprechen könnte, wer gerade wo ist und warum. Deswegen muss man selber hin und wieder mal auf die Karte schauen. Madre. Das ist gerade ein bisschen zu viel Hauruck hier angesagt. Das kann jetzt natürlich im Endeffekt wertvolle Plätze gekostet haben, dieses Manöver gegen Jamie Green. Weil hier jetzt auch in die Boxengasse fährt. Hier Maximata auch, ihr habt es gesehen, er steigt mitten auf der Geraden in die Eisen. Völlig grundlos. Ich denke mal, das hat mit der Boxensituation zu tun. Und dass eben Fahrzeuge in der Boxengasse sind. Du gehst davon aus, du kannst einfach mal hinterherrollen, weil es ist ja schließlich Start- und Zielgerade. Da wird Gas gegeben, aber nee, die steigen mitten auf der Geraden in die Eisen, ziehen rüber. Und das Ganze ohne Sinn und Verstand. Das ist, jetzt weiß ich also, warum ich letzte Runde Jamie Green draufgerauscht bin. Hätte ich meine Augen auf der Straße gehabt, hätte ich ausweichen können, so viel ist klar. Aber es war halt sowas von unerwartet, dass plötzlich einer vor dir auf der Geraden in die Eisen geht, aber das macht die KI anscheinend. Ich weiß nicht warum. Ich vermute, es hat mit der Boxengasse zu tun, dass dort für die KI im Prinzip gelb geschwenkt wird.
Warum das so ist, keine Ahnung, aber es erklärt jetzt zumindest, warum ich einfach so ungesehen Jamie Green hinten drauf gekachelt bin. Das ist interessant. Ich hoffe, das wird noch behoben. Es ist schon ein ziemlicher Schreckmoment dann. Keiner in der Boxengasse, also wird auch nicht mehr abgebremst. Boxenstoppfenster ist jetzt auch zu. Es hat wirklich mit der Boxengasse zu tun. Interessantes Phänomen. Oh, völlig verbremst. Immerhin gibt es hier keinen richtigen Schaden, auch wenn ich realistischen visuellen Schaden und auch vollen mechanischen Schaden angemacht habe. Schaden gibt es hier nicht, sonst wäre jetzt mein Auto eh schon im Argen. Aufhängung kaputt und was auch immer. Aber so kannst du einfach mal bei Vollgas Jamie Green hinten drauf kacheln und nichts passiert. Ob und wann Schaden kommen wird, detaillierter Schaden, dazu hat man sich noch nicht ausgelassen. Momentan müssen wir mit dem leben, was wir haben. Motor kaputt spielen geht, Getriebe kaputt spielen auch, aber der Rest, nein. Das erste Saisonrennen scheint nicht allzu gut zu enden für uns. Das war nicht schnell, dieser Quersteher, definitiv nicht. Ah, mit DRS gönnt man ein bisschen schneller die Parabolika runter und dementsprechend müsste man eigentlich auch den Bremspunkt ein bisschen früher wählen, was ich aber nicht tat. Deswegen das Auto überbremst bei der Spitzkehre. Die weichen Reifen bauen deutlich schneller ab. Und aus diesem Grund mache ich DRS erst später auf, weil ich hier gerade kurz lupfen musste, um das Auto nicht zu verlieren. Aber durch den späteren Aktivierungszeitpunkt habe ich dann doch die Möglichkeit, es noch die komplette Parabolika hinunter zu nutzen. Vielleicht kommen wir auch bis Rennende an Molina und Mortara vorbei.
Wir sind zumindest jetzt direkt dran. Mortara hält Molina zum Glück ordentlich auf. Was wir vielleicht zu unserem Vorteil nutzen können. Kampflinie bei beiden. Bisschen verloren gerade in dem Rechtsbogen. Bloß nicht aus der Ruhe bringen lassen und irgendeine blöde Aktion reiten, sondern den passenden Zeitpunkt zum Überholen suchen und dann die Gelegenheit nutzen. Beim DTM-Finale am Hockenheimring war Audi mit einem RS7 Straßenversion da. Allerdings als selbstfahrendes Auto. Man hat das Ding dann im Renntrim über die Strecke geschickt. Ohne Pilot am Steuer, sondern einfach so. Zwar langsamer als ein DTM-Wagen, natürlich. Ist ja ein Straßenwagen mit Straßenreifen. Aber doch relativ zügig, ich glaube 240 maximal. Und schon ein beeindruckendes Spektakel. Klappflügel gegen Klappflügel. Ich möchte bitte schön außen hin, Molina, damit ich dich nicht abschieße. Außenrum in der Haarnadel ist sowieso viel lustiger. Viel Schwung gerade verloren. Zu weit rausgedrängt worden auf die Curbs. Klar, mein Fehler, ich weiß. Ich hätte auch komplett zurückstecken und dann vielleicht innen durchschießen können. Aber jetzt ist es so. Harter Kampf hier mit den beiden. Lina mal leicht angeschoben. Aber noch alles soweit fair. Keine zu üble Berührung. Kein zu dolles Verteidigen. Rad an Rad hier durchs Motodrom. Ja, noch vorne. Edo kann sich da vorne ein bisschen absetzen momentan. Vorletzte Runde, das heißt DRS ist jetzt auch nicht mehr gestattet. Doch? Ah ja, für die 2014er Saison hat man den DRS-Einsatz ja bis zur letzten Runde freigegeben. 2013 war es noch so, die ersten drei Runden und die letzten drei Runden kein DRS. 2014 war es dann nur noch die ersten drei Runden kein DRS, so wie in der Formel 1 auch. Aber man darf bis zur letzten Runde das DRS auch einsetzen. Na, wo bleibt der Klappflügel? Ja, fahr schon, du komischer Mercedes hier. Kleine Berührung von Molina. Jetzt auch prompt wieder vorbeigeht. Und da werden wir gedreht von Maximata. Ja, wunderbar. Das war jetzt der Versuch, den ich gerade beschrieben habe, von wegen zurückstechen, stecken und dann innen durchstechen. Geht natürlich nur so lange, bis du nicht oder wie du nicht von hinten von einem anderen umgedreht wirst, weil du irgendwie in seine Linie fährst. Oder was auch immer. Naja, hätte klappen können, hat es aber nicht. Außenrum wäre wahrscheinlich wieder die bessere Variante gewesen. Gut, jetzt sind wir also nur noch Achter und werden auch so ins Ziel kommen, leider. Kein allzu guter Auftakt, die Kollision mit Jamie Green ob seines Bremsmanövers mitten auf der Start- und Zielgerade hat uns das Ganze ein bisschen verhagelt und jetzt gerade die Aktion mit Maxime Martin hat uns um den fünften Platz gebracht, der wäre definitiv noch drin gewesen. Aber so müssen wir nehmen, was kommt. Und das ist eben derzeit. Nico Müller ja übrigens auch ein neuer Fahrer in den DTM-Reihen. Ich glaube bei Audi aufgestiegen. Dann stimmt das natürlich nicht, was ich im Qualifying sagte, dass Audi den Fahrerkader komplett gleich gelassen hat. Wie gesagt, ich bin in Sachen DTM nicht ganz so bewandert. So zwei, drei Sachen weiß ich noch, aber leider nicht alle Details.
Hä, wo habe ich denn jetzt schon wieder die Strecke geschnitten? Achso, nee, die Runde war nur ungültig, okay. Ja. Okay, hier haben wir noch eine Boxen-Stop-Penalty wegen zu lang genutzter Reifen, würde ich mal sagen. Oder nicht gewechselter Reifen, oder... Ja, das war also der Saisonauftakt der 2014er DTM-Saison in... Ja, der 2014er DTM Experience. Grundsätzlich ein sehr spannendes Rennen. Nur zwei Aspekte, die das Ganze ein bisschen ruiniert haben. Sonst wäre es ein gutes Rennen geworden. Komisch, ich habe doch Schaden an und das Ding ist optisch immer noch voll in Ordnung, obwohl ich in Jamie Green wirklich knallhart reingehalten habe. Ja, das war Punkt 1. Auf der Start- und Zielgerade bremst Jamie Green ab, zieht ein bisschen rüber. Für mich keine Chance. Gut, für mich wäre eine Chance da gewesen, hätte ich wirklich das Geschehen auf der Strecke verfolgt, aber mich hat gerade die Boxengasse interessiert und Jamie Green steigt wirklich volle Kanne in die Eisen und ich kachle hinten drauf. Das hat uns etliche Plätze und auch massig Zeit gekostet. Und das zweite war in der Spitzkehre, dass wir umgedreht wurden von Maxime Martin. Ansonsten wäre nämlich der fünfte Platz noch drin gewesen. Wir wären sicherlich in den letzten zwei Runden an Mortara, an Molina und Mortara in der Reihenfolge vorbeigekommen. Aber so ist es nun mal ausgegangen. Achter Platz sind immerhin wichtige Punkte. Die Meisterschaft hat 10 Rennen und in der Zeit werden wir noch das ein oder andere Pünktchen hoffentlich mitnehmen. Es war ein spannender Auftakt. Wir können uns jetzt im nächsten Rennen darauf einstellen, dass die KI auf der Start- und Zielgerade bremst, solange das Boxenstoppfenster offen ist. Ja, das mit dem Boxenstopp, sehr interessantes Thema. Funktioniert eigentlich ganz gut. Und von daher wirklich ein super Auftakt. Und das nächste Mal geht es dann nach Oschersleben, da wird das Ganze hoffentlich ein bisschen besser, was die Punkteausbeute angeht. Ansonsten aber wirklich zufriedenstellend, wir haben immerhin 4 Punkte mitgenommen, besser als nichts. Und ja, von daher spannender Saisonauftakt und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann bitte Däumchen nach oben auf dem Video und schaltet auch dann nächste Woche wieder ein. Es wird jetzt immer Freitag und Sonntag die DTM Experience 2014 gefahren mit Qualifying und Rennen. Und wenn ihr dann eben noch eine weitere Saison sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt dazu, ob Audi oder BMW. Und dann werden wir nach Abschluss dieser Saison mit dem Mercedes von Daniel Juncker, der ja, werden wir dann eine weitere Saison mit dem Auto eures Wunsches, eurer Wahl fahren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr am Ball bleibt, mich weiter begleitet, mir die Daumen drückt. Dann auch besonders hier für das Rennen in Oschersleben, eine sehr, sehr schöne Strecke. Und ich bin gespannt. Und bedanke mich erstmal für euer Interesse, fürs Dabeisein. Wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video. Euer Spotty.